weitere Frage, die der Arbeitgeber natürlich immer beantworten muss, ist die Frage nach der Kapitalanlage. Grundsätzlich ist mal die Frage, lege ich überhaupt an, wann und zu welchem Zeitpunkt lege ich was an? Aus meiner Sicht ist ja immer die Frage, und es sollte auch offen sein, dass der Arbeitgeber, wenn er das für sinnvoll hält, sich erstmal entschuldet, erstmal Kontokorrentkredite tilgt, erstmal dafür die Mittel hernimmt und sich in einer zweiten Stufe dann einen Vermögensaufbau betreibt und Kapitalanlagen betreibt. Eine andere Meinung, die genauso sinnvoll und genauso richtig ist, je nach Unternehmer natürlich unterschiedlich, ist die Vorgehensweise, dass ich zuerst hergehe und wirklich mit den Dotierungen der ersten 6 Jahre das Ganze in die Anlage stecke, in eine Kapitalanlage stecke, damit die Ausfinanzierung des Versorgungswerkes sicherstelle und alle zukünftigen Flüsse, die danach kommen, Liquiditätsflüsse für die Darlehenstilgung, für die Konkurrenztilgung, für das Thema Bankenunabhängigkeit oder für die individuelle Verwendung im Unternehmen hernehmen. Es sind immer 3 unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten. Entweder ich tilg Bankdarlehen, Kontokorrentmittel oder ich lege es am Kapitalmarkt an oder ich investiere am Unternehmen. Aus meiner Sicht ist ganz wichtig, dass der Unternehmer immer die Freiheit hat, wie ist es für ihn ganz speziell richtig. Und das Einzige, was er dazu braucht, ist, er braucht ein Controlling, dass er jedes Jahr exakte Zahlen hat, dass er jedes Jahr einen exakten Forecast, dass er jedes Jahr exakte Anpassung hat. Was ist meine Verpflichtung? Wie ist mein Barwert? Was habe ich? Und wie kann und wird sich das Ganze weiterentwickeln? Wenn eine Kapitalanlage gemacht wird, sollte man das mit einem professionellen Anbieter machen, sollte man das mit einem professionellen Vermögensverwalter machen. Die findet man entweder bei irgendwelchen Banken aus den gelben Seiten oder eben aus Empfehlungen oder von verschiedenen Beratern, die hier wirklich hochspeziell unterwegs sind. Da gibt es verschiedene Berufsbezeichnungen, die auch auf eine gewisse Qualifikation hinweisen. Und auch hier sollte es einer sein, der schon länger am Markt ist. Das ist ein Thema, das wir nie selbst anbieten, wo wir immer empfehlen, hier geeignete Leute zu suchen mit geeigneten Partnern, die ja jeder Unternehmer hat. Jeder Unternehmer kennt gute Leute in der Kapitalanlage. Zumindest ein Unternehmer, der irgendwann schon mal Geld verdient hat. Die sollte auch dafür schlichtweg hernehmen. Und der Anlagetypus, der sollte einfach hinreichend fungibel sein, dass ich an das Geld immer wieder rankomme, zumindest an Teile davon, in regelmäßigen Abständen. Es sollte vor allem sachwertorientiert sein. Und es sollte der Grundsatz gelten, lieber mäßige Erträge, die regelmäßig als möglicherweise hochspekulativ super Erträge in einem Jahr, große Verluste im anderen und je nachdem, wie es der Zufall will, geht es mal rauf und runter. Das sind Dinge, die können wir uns in der Altersversorgung nicht leisten. Ich glaube auch, es macht keinen Sinn, wenn ich einen Unternehmer hat, der sich das Geld vom Mitarbeiter wirtschaftlich für 2 oder 2,5% leiht, mit dem Sinn, damit spekulieren zu wollen. Das ist sicher nicht der Sinn. Er sollte seinen Nutzen eben ausnutzen, Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, Human Resources und Bankenunabhängigkeit, Liquiditätsreserve. Die Liquiditätsreserve habe ich auch in der Anlage andererseits. Und Spekulation ist hier nicht das, was angesagt wird. Es soll natürlich erwirtschaftet werden, es soll auch positive Erträge erwirtschaftet werden. Auch der Unternehmer soll was haben, also genauso wie der Mitarbeiter profitieren. Aber keine Spekulation.